Aber das schafft ihr schon. Martin Müser, Reiterchor Jan von Wirth, das Spiel um Jan und Griet an der Severinstorburg an Weiberfastnacht ist seit vielen, vielen Jahren so Ihr persönliches Steckenpferd, glaube ich. Sie leiten auch die Gruppe, die das macht. Wir haben gerade die Proben gesehen. Es wird jedes Jahr ein bisschen anders anmoderiert. Jedes Jahr kommen neue Ideen dazu. Wie lange dauert so eine Vorbereitung, bis man dann hier auf die Generalprobe kommt? Die ersten Überlegungen starten im Sommer vorher. Spätestens so September, Oktober muss das erste Stück stehen, zumindest das Grundriss stehen. Und dann wird es immer feiner austariert. Dann wissen wir auch dann, wer Jan und Griet wird. Das wissen wir bis dahin nicht. Und dann können wir auf die Person das Stück auch ein Stück weit zuschneiden. Wie dieses Jahr zum Beispiel, wo er Jan und Griet die Welt verbinden möchte und alle mit einschließen möchte. Aber auch das Motto muss natürlich drin vorkommen. Also Fehl wird ja auch dieses Jahr betont. Das bauen wir dann so langsam nach und nach ein, wenn das alles klar ist. Sodass dann spätestens in der Adventszeit das Stück fertig ist und wir mit den Proben anfangen können. Das Sessionsmotto spielt immer eine Rolle. Also das ist schon wichtig, dass auch da so ein Bezug dazu ist, neben der Legende um Jan und Griet. Genau, das können wir ja zum Glück dann auch so drehen. Also das ist schon etwas, was uns dann auch Spaß macht, wenn es uns gelingt, das Motto mit einzubauen. Dieses Jahr wird es ein paar Neuerungen geben, auch für die Zuschauer, glaube ich. Es wird ein bisschen komfortabler für die Zuschauer. Genau, wir haben gesehen, dass der Zuspruch immer größer wird. Und deswegen haben wir jetzt einen weiteren Schenkel geöffnet für die Zuschauer. Vorher konnten die nur an zwei Seiten stehen, jetzt können die an drei Seiten stehen. Und dadurch denken wir, dass es für die Zuschauer einfach auch schöner wird, mitzumachen. Wir haben ja auch erlebt, dass die Zuschauer gerne mitmachen im Spiel. Also mit singen, mit schunkeln, mit fiebern. Und je mehr natürlich vorne stehen können, desto mehr Stimmung kommt dann auch auf. Die Songs, die stattfinden, die kölschen Songs, soll man es genau richtig machen, die können die alle mitsingen, weil die sind so bekannt. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ne? Also die Zuschauer, die wollen mitmachen und da muss man Stücke aussuchen, die jeder kennt. In unserem Fädel ist natürlich diesmal prädestiniert, aber auch die anderen Lieder, da kann jeder sofort mitsingen. Genau. Wann geht's mal fast auch los? Um 1 Uhr geht das Vorprogramm sozusagen los. Wir haben dann erstmal eine Musikgruppe, die Filur werden für uns aufspielen. Unsere Chorkapelle wird noch ein paar schöne Lieder singen, uns dann vorspielen.
Und dann, wenn die Stimmung dann hoch genug geschaukelt ist, um 13:30 geht dann das eigentliche Spiel los. Das dauert wie lange ungefähr? Danach geht es ja nicht sofort, da ist ja nicht gleich alles zu Ende, sondern dann geht es ja sozusagen auf die Straße für den Jan und Grietzug. Eigentlich ist das Spiel nur die Ouvertüre zum Weiber Fastnachtszug. Also der Jan kommt dahin, entdeckt seine Griet und Jan und Griet gehen ja dann gemeinsam in die Stadt hinein, was dann im Zug dann passiert. Also von daher, nein, das Spiel ist nur der Anfang. Danach geht es mit dem Weber-Fastnachtszug in die Stadt hinein. Ein schöner Umzug, wo ganz viele Fehlsvereine auch mitmachen. Also sehr stimmungsvoll, von den Leuten selber gestaltet. Toll. Generalprobe, Spiel um Jan und Griet an der Severinstorburg Weiberfasnacht. Zufrieden als Präsident? Natürlich sehr zufrieden. Was will man mehr verlangen? Ne? Tolle Darstellung heute, haben alle fleißig im Text sitzt, alles wunderbar. Spiele können beginnen.